Sie sehen eine Lärmentstörung, heute sitzen zwei Vogels rum. Ich begrüße ganz herzlich den Herrn Sebastian Vogel, den Leiter des Geschäftsbereiches im zuständigen Ministerium von der Frau Köpping, der heute auch den Teil des Partners hier mit übernehmen wird. Hintergrund dieses Pressegesprächs ist ja die Tatsache, dass in den letzten beiden Tagen, also gestern und heute, hier unsere KICs, unsere kommunalen Integrationskoordinatoren, also immer, darf man nicht vergessen, der Frau Zittini aus unserem Haus nickt schon. Man muss bei der Integration aufpassen, dass man noch einen richtigen Titel wählt, wenn man gerade vor einem sitzt. Das ist schon eine sehr verworrene Geschichte, wenn man nicht aufpasst. Dass die also in den letzten zwei Tagen hier geschult wurden. Über die Schulungsinhalte wird dann nachfolgend noch mal ein paar Worte sagen und sicherlich auch die Zettini, Frau Zettini, die war ja die zwei Tage mit dabei und weiß, was da in den Tagen abgelaufen ist. Vielleicht nur noch mal ein paar ganz wenige Bemerkungen zur Situation Asyl, Unterbringung Asyl insgesamt vielleicht bei uns im Landkreis aktuell. Ich sag mal, wenn man mal die letzten zwei Jahre zurückschaut, 2015 war das große Jahr, was bestimmt war von der Frage Unterbringung, unter allen Umständen Unterbringung. Das Jahr 2016 war dann mehr so gekennzeichnet von einem ruhigen und geringen Asylzustrom und demzufolge auch einer Umsteuerung, gerade auch hinsichtlich von Kapazitäten, freien Kapazitäten, inwieweit man sie also wieder vom Markt nimmt. Diese Fragen haben uns dort sehr stark beschäftigt. Es sind auch noch Themen, die uns derzeitig noch beschäftigen. Und das Jahr 2017 fortfolgend, so würde ich das mal bezeichnen wollen, wird also dann stärker in dem Fokus Integration stehen. Wir haben aktuell 2585 Asylsuchende und Flüchtlinge bei uns hier im Erzgebirgskreis gemeldet. Das ist also keine allzu große. 2037 davon sind im Verfahren. Ja, wir haben sehr geringe Zugänge in diesem Jahr zu verzeichnen gehabt und auch in der Prognose jetzt mal bis zur 12. Kalenderwoche liegen uns also die Prognosezahlen von der Landesdirektion vor, dass man auch dort, gehen wir davon aus, dass wir in dieser Zeit mal so um die 75 Personen wieder als Zugang bekommen. Das ist also überhaupt nicht mehr vergleichbar mit den Zahlen, die wir im Jahre 2015 bis Anfang 2016 hatten. Wir haben bei all dieser Entwicklung, die wir hatten, an unserem Anfangssystem festgehalten. Priorität hat die dezentrale Unterbringung. Also aktuell sind 73% unserer Asylsuchenden und Flüchtlinge dezentral untergebracht. Das sind also 1882 Personen und die restlichen 703 sind also zentral untergebracht. Das ist also nach wie vor auch der Stand, den wir haben. Ja, das mal so als einen groben Überblick. Ich kann dir jetzt noch einen Überblick geben über die einzelnen Gemeinschaftsunterkünfte, aber ich denke, dass, wenn Sie das interessiert, kann man Ihnen die Zahlen dann auch zuarbeiten. Aber das mal so als grobe Vorgabe, als grobe Maßgabe eigentlich, wie wir das zunächst erstmal aus unserer Sicht, wie die aktuelle Situation derzeitig ist. Ja, ich würde es an der Stelle erstmal beenden wollen von meiner Seite aus und würde den Herrn Sebastian Vogel bitten, seine Ausführungen und im Anschluss wird dann Frau Zettini nochmal ein paar Worte sagen. Danke, Herr Landrat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn wir noch ein Stückchen weiter zurückschauen als der Landrat, dann hatten wir 2014 im Freistaat ein Budget für Integration von roundabout 145.000 Euro pro Jahr. Das hatten wir 2015 und 2016 eine Entwicklung von vermehrter Zuwanderung, die natürlich diese Summe etwas absurd gemacht hat. Insoweit hat der Freistaat natürlich in den letzten Jahren relativ viel Geld mehr und mehr in die Hand genommen. Das eine ist sowohl, um den Landkreise und die Kommunen bei der Unterbringung zu unterstützen und eigene Unterbringung, gerade im Rahmen Erstaufnahmeeinrichtungen, überhaupt erstmal vorzuhalten. Wichtiger war aber auch, den zweiten Teil der Medaille sich anzugucken, nämlich die Integration vorzubereiten, die Integration zu beginnen. Und dann natürlich auch Geld in die Hand zu nehmen mit 145.000 Euro pro Jahr. Ging das schlechterdings nicht. Man hat sich im Kabinett sehr schnell darauf geeinigt, auch mit dem Landtag, dass hier mehr Geld zur Verfügung stehen muss. Und allein für den Geschäftsbereich der Staatsministerin Köpping stehen jetzt mittlerweile ungefähr 50 Millionen Euro für Integration zur Verfügung. Das nicht alles, weil wir reden bei Integration immer über ein Querschnittsthema. Das heißt,
Kultus hat seine Integrationsleistungen zu erbringen, indem die Kinder mit Migrations-, mit Fluchthintergrund natürlich in die Schulen gehen. Im Bereich von Wirtschaft und Arbeit ist es ganz wichtig, Arbeitsmarktintegrationsmöglichkeiten zu schaffen. Aber wir in unserem Geschäftsbereich haben sehr schnell gemerkt, dass es ganz wichtig ist, dass diejenigen, die an der Integration vor Ort arbeiten, dringend Unterstützung brauchen. Sowohl materielle, personelle als auch finanzielle. Und das sind zuallererst die Landkreise und kreisfreien Städte. Deswegen war das erste Förderprogramm zum Jahr 2015 mit dem Bestehen unseres Geschäftsbereichs begonnen haben, war die Unterstützung der Flüchtlingssozialarbeit. Das heißt, die Unterstützung der Personen, die direkt an den Flüchtlingen arbeiten und die Unterbringung, die der Landrat gerade erwähnt hat, auch möglich machen, konfliktfrei halten und die Personen und das Umfeld dabei unterstützen, ich sage mal so, anzukommen. Ob sie bleiben dürfen, ist immer noch eine Frage des Asylrechts, aber wir haben die soziale Aufgabe, die Menschen beim Dasein, beim Aufenthalt erstmal Unterstützung zu geben. Was wir dabei gemerkt haben, das ist, dass uns wichtig ist, dass wir natürlich Vereine, Initiativen und die Landkreise und kreisfreien Städte unterstützen. In den Landkreisen haben wir aber auch bemerkt, dass natürlich die Kommunen, die kreisangehörigen Kommunen, auch Unterstützung bedürfen. Die hatten wir aus Sicht des Freistaates bis zu dem Zeitpunkt aus dem Förderprogramm immer etwas außen vor gelassen. Und wir haben dann im Kabinett auch mit den anderen Ministerien zusammen ein Konstrukt entwickelt, was kurz gesagt NetKIK heißt und lang ausgesprochen kommunaler Integrationskoordinator oder Koordinatorin, die ein wichtiges Element oder eine wichtige Aufgabe vor allem in den Landkreisen haben, nämlich dem Landratsamt, bei der Kommunikation, bei der Unterstützung der Kreisangehörigen zu helfen. Wir haben deswegen seit Ende letzten Jahres und effektiv seit Anfang diesen Jahres für jeden Landkreis 10 sogenannte KIKs zur Verfügung gestellt, die auch von fast allen Landkreisen sehr umfangreich abgerufen wurden. Das heißt, von den 100 zur Verfügung stehenden KIKs im ganzen Freistaat sind 88 mit Jahresanfang beantragt worden. Und die sollen kommunizieren. Sie sollen vor allem zwischen den Verwaltungen kommunizieren. Sie sollen den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden helfen, ihre Integrationsarbeit auch mit zu meistern. Sie sollen Netzwerke schmieden und die Netzwerke, die es vor Ort ja schon ganz viel gibt, auch unterstützen. Deswegen war es uns wichtig, sie nicht nur in die Fläche zu verteilen, sondern auch ein Angebot zu machen von unserer Seite, von der Seite des Freistaats, diese Personen zu schulen. Und genau das ist jetzt die letzten 2 Tage passiert. Wir haben das nicht nur von unserer Seite als Ministerium getan, sondern wir haben uns da Partner angeholt, gerade gut vernetzte und erfahrene Partner, die im Bereich Arbeitsmarktintegration, eines der wichtigsten Themen, wenn wir über die Integration von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund reden, wie wir die gelingend hinbekommen können. Aber auch Kulturbüro Sachsen zum Beispiel, die gute Erfahrung haben, wie es Amtsträgern, Ehrenamtlichen in dem Moment geht, wenn sie sich um Flüchtlinge kümmern, vielleicht auch angefeindet werden, wie man sozusagen gesellschaftlich vor Ort auch eine Atmosphäre schafft, dass man nicht nur Integration versucht zu organisieren, sondern dafür auch ein Verständnis in der Bevölkerung herstellt. Das ist vielleicht auch immer noch eine große Aufgabe, eine große Herausforderung, die wir im ganzen Freistaat haben. Insoweit bin ich sehr froh, dass auch im Erzgebirgslandkreis Erzgebirgskreis diese KIKs jetzt starten, jetzt arbeiten können. Ich weiß, da kommen noch ein paar dazu, zu denen, die jetzt im Moment sofort loslegen können. Das freut uns sehr, das freut auch die Ministerin sehr. Und wir sind sehr gespannt darauf, wie die Erfahrungen der KIKs hier im Landkreis sind. Wir machen diese Schulungen nächste Woche im Vogtland-Landkreis, jetzt durch alle Landkreise hindurch. Und dann werden wir wahrscheinlich auch, die Anregung kam auch aus den Reihen der hiesigen KIKs, auch mal ein landesweites Erfahrungs- und Austauschtreffen machen, damit die einfach mal miteinander merken, wie läuft es denn. Uns ist auch ganz wichtig, dass wir die Projektträger, die Erfahrung haben heute und gestern in diesem Seminar mit dabei haben, damit auch da die Zusammenarbeit mit den vielfältigen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Netzwerken, die es da schon gibt, funktioniert. Soweit das kurz von mir. Die Frau Zedini, wie schon angesprochen, war sozusagen die 2 Tage ja live dabei. Ich gehe jetzt in den Landkreis. Wir haben im Dezember mit dem kommunalen Integrationskoordinatoren begonnen. Es
sind jetzt momentan mit 6 HIGs am Start, die aktiv ihre Aufgabe, ich nenne sie mal das Bindeglied zwischen der Basis und der Landkreisverwaltung darstellen. Also sie gehen ganz viel an die Basis, die uns wichtig ist, von Kommune bis zum Ehrenamtler, dort alle, die Sozialbetreuung dort alle mit einzubeziehen, um den ganzen Prozess der Integration und Betreuung zu begleiten, Probleme auch mitzunehmen und auch diese mit Lösungswegen dort zu begleiten und beratend zur Seite zu stehen. Natürlich ist es für alle eine neue Aufgabe, ein Stück weit in der Intensität, sodass wir auch, ich sag mal, dem Ministerium dankbar sind, dass es solche Schulungen gibt, weil ich denke, wir wachsen beide, die KIGs so wie das Ministerium, in diese Aufgabe hinein, sodass wir in den letzten beiden Tagen Themen wie Arbeitsmarktmöglichkeiten, also alle Themen, die Integration von Flüchtlingen in den Erzgebirgskreis und natürlich darüber hinaus dort ermöglichen, Sprache, Sprachkurse, welche Träger, die Thematik unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, welche Wege auch die gehen, dann welche Chancen, Möglichkeiten, aber auch Probleme es zwischen dem Haupt- und dem Ehrenamt gibt. Also so, dass wir uns dort an die Arbeit angenähert haben und in der Gemeinsamkeit, in der Gruppe bzw. mit den Projektträgern dort auf den Weg gekommen sind. Und ich denke, genau das zu sagen, Erfahrungen werden dann auch im Nachgang, wie machen das andere Landkreise, das ist immer ganz interessant, wie fangen die an, was für Inhalte, welche Strukturen sich bilden, weil es gibt ja nicht die feste Struktur, wie das jeder Landkreis oder jede Kommune dann organisiert, dass man dort einfach aus den Erfahrungen heraus profitieren kann. Und ja, also wie gesagt, also das war jetzt so die letzten 2 Tage so die Hauptthemen: Sprache, Arbeitsmarkt, auch ein Stück weit Asyl- und Aufenthaltsrecht, dass man dort nochmal auch aus der Praxis, dort hatten wir auch die Mitarbeiterin des Sächsischen Flüchtlingsrats, ja, wo man einfach mal in die Praxis hineingehen kann, weil das ist ja der tägliche. Die tägliche Arbeit aus dem Einzelfall letztendlich, aus dem Einzelproblem, wird eine allgemeine Frage, die sicherlich alle KIGs dann an einen Tisch tragen. Und dann gibt es nicht immer eine Lösung, aber um das Problem dann so mitzunehmen. Gut, vielen Dank, Frau Zettini. Tja, haben Sie Fragen? Ja, vielleicht mal zu dem Einsatz der Koordinatoren. Für welchen Rechtskreis sind die denn dann zuständig? Nur für die, die noch im Verfahren sind? Oder gehen die auch so ein bisschen in die Schwelle, wenn die den Rechtskreis ändern? Weil ich glaube, das ist gerade das, was den Helferkreisen zurzeit am meisten Arbeit schafft oder vor Herausforderungen stellt, weil dann die Sozialbetreuung ja aufhört. Die Sozialbetreuung hört nicht auf. Die soziale Betreuung ist mit der Richtlinie der Sozialbetreuung erweitert worden auf die Anerkannten. Also das war so, ist in Ordnung, aber das ist seit Mitte letzten Jahres. Ja, Mitte letzten Jahres wurde das erweitert, sodass dort die soziale Betreuung weitergeht in dem Rahmen der sozialen Betreuung. Ja, also das muss man dann immer mit dazu sagen, mit dem Weg Integration und dort die KIGs, also ich nenne es jetzt KIGs, lassen sich auch nicht trennen. Also wenn ein Ehrenamtler kommt, der jetzt eine Familie mit einer Anerkennung hat, dann sagt der KIG nicht, nee, ich stehe für Sie nicht zur Verfügung. Also wir machen da jetzt nicht eine klare Trennung, ne, in dem Bereich. Das ist auch nochmal wichtig. Das sind auch nicht die Beratungsstrukturen für die Geflüchteten, sondern das sind die Beratungsstrukturen für diejenigen, die an den Geflüchteten arbeiten. Für die Ehrenamtlichen, für die Hauptamtlichen, für die Amtsträger in den Städten und Gemeinden. Wir haben eine soziale Betreuung, die haben wir sozusagen, hatte ich ja vorhin gesagt, da gibt der Freistaat 11 Millionen Euro pro Jahr. Jeder Landkreis, jede kreisfreie Stadt kriegt sozusagen sein Truppenstück davon ab und setzt das vor Ort mit eigenen Mitteln dann nochmal, untersetzt es mit eigenen Mitteln und hat eine kommunale Flüchtlingssozialarbeit. Wir haben den Rechtskreiswechsel an der Stelle, haben wir bemerkt, es gibt Probleme gerade mit hin zu den bundesgetragenen Strukturen der Migrationsberatungsstellen und Jugendmigrationsdienste, also MBEJMD. Da wissen wir, dass auch leider der Bund nicht so viel
mehr Geld in das System gegeben hatte, wie es eigentlich laut Zahlen sinnvoll gewesen wäre. Da hat er mit dem letzten Bundeshaushalt gerade mal ein kleines Tröpfchen auf den heißen Stein geliefert. Deswegen überlegen wir auch als Freistaat, wie wir da nochmal mithelfen können. Aber den harten Schnitt zwischen Freistaat und dann kommunal getragener Flüchtlingssozialarbeit und Migrationsberatungsstellen des Bundes, diesen harten Schnitt, diesen harten Rechtskreiswechsel gibt es nicht mehr, den haben wir zumindest von unserer Seite her geöffnet, sodass fließend weiter beraten werden kann. Aber das ist gut, dass das genau das auch die KICs wissen, weil wir wissen eben auch vor Ort, dass viele Ehrenamtliche, selbst die Beratungsstellen, das nicht alle wissen. Deswegen wollen wir hier auch Multiplikatoren ausbilden, die viel Wissen von uns im Freistaat haben und möglichst das ganze Wissen des Landratsamtes und das weitertragen, wie Sie Frau Zedini gesagt hat, an die Basis aus Ehren- und Hauptamt. Welche Erwartungen haben Sie denn an so eine Koordinationsstelle? Ich meine, wir haben ja jetzt hier im... Sie müssen mal vorab sagen, bevor das in so eine kritische Gemengelage vielleicht kommt, ich finde, dass die Kommunen, der Landkreis irgendwie diese heiße Phase 14, 15 den Umständen entsprechend richtig gut gemanagt hat, das will ich mal sagen. Also das hat zwar immer Aufschrei gegeben, alles geht im Bach runter, aber das war ja letzten Endes nicht so. Es haben nach meiner Erfahrung auch keine Geflüchteten auf der Straße wohnen müssen, weil trotz Engpässen immer Unterbringungen geschaffen wurden, trotz dezentraler, ja, ich sag mal, Klotz am Bein, das war ja schwieriger als vielleicht irgendwie Containerdörfer schaffen. Das mal vorab. Was erwarten Sie denn jetzt von diesen Koordinatoren? Weil wir haben ja in den Kommunen selbst schon Integrations- oder Betreuungsstrukturen geschaffen. Die Helferkreise sind relativ, sind sehr umtriebig. Wo ist jetzt noch der weitere Schritt nach vorn? Wir sind in einem System, was permanent sich verändert. Selbst uns als Ministerium ist es schwer nachvollziehen, was sich der Bund in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, was sich da entwickelt. Alle Ebenen überlegen gerade, wie sie ihren Teil zum Bereich Integration beitragen können. Überall ist man sozusagen nicht davor gefeit, dass neue Dinge passieren. Wir werden sozusagen mit dem Jahreswechsel, werden wir den Ansatz, wie wird Sprache weitergegeben, wie ist Spracherwerb, Integrationsprozess, das wird alles ein Stück weit auf neue Füße gesteckt. Das ist unglaublich viel Wissen, was man erstmal haben muss und was man dann an die richtigen Leute weitergeben muss. Das ist Kommunikation, das ist einer der Kernbestandteile auch dieser Koordinierungsstruktur, dass wir Kommunikation so schnell wie möglich an die Landratsämter, aber eben dann auch weiter an die Kreisangehörigen, Städte und Gemeinden, aber eben auch an die Ehrenamtlichen weitergeben. Wir merken das immer wieder, es sind nicht alle, die sich in dem Bereich tummeln und die gute Arbeit tun, immer auf dem neuesten Stand. Was Arbeitsmarktintegration angeht, was Sprache angeht, was sozusagen die wichtigsten Fußstapfen der Integration angeht, das wandelt sich permanent. Und diesen Wandlungsprozess, diese Information muss permanent weitergegeben werden. Dafür ist das ganz wichtig. Also das ist sicherlich eine sehr wichtige Funktion. Ich drehe da an der Stelle aber auch gerne mal ein bisschen die Bremse. Ich glaube, wir müssen auch mit Bedacht und mit Ruhe mal die Prozesse dort abgehen, weil wenn ich mal, Sie haben es ja selber angesprochen, wenn ich mal sehe, wir haben sehr viele im Ehrenamt, die dort tätig sind, wir haben Kirchgemeinden, wir haben Helferstrukturen, die sich herausgebildet haben. Jeder versteht unter Integration was anderes, jeder ist dort tätig und wir müssen aufpassen, dass wir auch diejenigen, die letztlich vor Ort sind und auch selbst diejenigen, die die Hilfe in Anspruch nehmen sollen, dass wir sie nicht überfrachten mit Angeboten und mit sie dort zuschütten. Also das ist für mich so manches Mal ein bisschen das Problem, wo ich denke, das muss man einfach mal ein bisschen setzen lassen. Und gerade auch das Thema Kick, habe ich ja gesagt, sollte man jetzt erstmal ein Jahr gut laufen lassen. Dann sammelt man ein bisschen Erfahrung, sagt, wo kann man mal nachsteuern, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, wo muss man was verändern dort. Weil man gerade auch in so einem System, sage ich mal, braucht man Ruhe und das müssen sich auch feste Informationswege, Sie haben selber auch vorhin darauf hingewiesen, eigentlich herausbilden in beidseitiger Richtung die Informationen. Es muss Vertrauen, wenn es um Menschen geht, geht es immer darum, dass man eine Vertrauensstellung dort hat. Man muss die Gesichter kennen, also da werbe ich auch immer ein Stück für Konstanz, denn wenn ich jetzt mal sehe, wir haben die Träger der Wohlfahrt, die in dem Sektor tätig sind, wir haben JMD und MBE und all diese Strukturen, also für einen normalen ist es ja kaum noch durchschaubar,
Und jeder hat irgendwo auch das Thema Integration. Dann kommt überall mal ein bisschen Sprache, kommt überall. Da gibt es freie Träger, die Sprachausbildung anbieten. Da gibt es Volkshochschulen, die Sprache anbieten. Und ich denke, das muss man einfach mal so ein bisschen setzen lassen, ein bisschen ordnen. Das hat an der Aufgabe Kick. Wir von behördlicher Seite her ein Stück die Aufgabe des Ministeriums. Und ich warne da immer ein kleines bisschen, dass man sagt, jetzt nicht weiter Gas geben und sagen, noch mehr, noch mehr, noch mehr, sondern jetzt mal in den Strukturen und das, was wir haben, ordentlich ausbilden, mal 12 Monate ordentlich laufen lassen und dann eine Analyse machen, gucken, was hat sich bewährt, was nicht, um dann dort nachzustarten. Wie leicht war es denn, die Menschen zu rekrutieren, sag ich mal, die das jetzt machen sollen? Da war ja ursprünglich mal von einem früheren Start die Rede, Oktober hieß es mal irgendwann. War das ein Problem, die Leute zu finden, oder? Nee, das Problem war es eigentlich nicht. Wir haben eine Ausschreibung gemacht und wir haben zum Teil auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückgegriffen, die im Bereich der Flüchtlingsarbeit schon tätig waren, bei uns auch im Haus schon tätig waren. Dadurch, dass wir ja, ich habe es ja eingangs gesagt, im letzten Jahr schon entsprechende Potenziale aufgebaut haben, wo natürlich dann am Ende auch Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter frei geworden sind und Mitarbeiter von Betreibern, wo wir gesagt haben, die haben eine gute Voraussetzung, die wissen, worüber sie reden, sie kennen das Thema Flüchtlinge allgemein, sie kennen einen Großteil derer schon, die da sind, und es bietet sich eigentlich an, sie hier rüber zu holen in diese Strukturen. Wir haben nur ganz bewusst, ich meine, wer das weiß, wir im Erzgebirgskreis, wir gelten nicht immer als diejenigen, die als Erste gleich vorne wegrennen, als Leithammel, sondern wir machen das immer ein bisschen mit Bedacht und überlegen uns das genau. Und deshalb haben wir auch jetzt den Schritt erstmal gemacht, dass wir gesagt haben, 6 von 10 besetzen wir. Jetzt laufen Ausschreibungen für die nächsten 2 Stellen und wir werden also bis Mitte des Jahres alle 10 Stellen, denke ich mal, so besetzt haben, weil auch das nach unserer Philosophie Schritt für Schritt passieren soll, dort auch im Interesse der Betroffenen selbst, dass man sie ein bisschen mit an der Hand nehmen kann und ein Stück Arbeit führen kann. Ja, weitere Fragen. Wo sitzen die denn dann, die Koordinatoren? Also sprich, in welchen Altkreisen, wenn man das mal so sagen darf, oder Städten, werden die denn dann stationiert erstmal? Also die sind schon stationiert. Wir haben ja schon begonnen, die ersten im Dezember, dann im Januar kamen noch 2 dazu, also in unserem Gebäude in Stolberg, den Altlandkreis. Also wir haben es wieder in regionale Räume, in die Altlandkreise aufgeteilt, heißt Dienstgebäude in Stolberg, in Aue, hier in Annaberg, in Meck sind sie noch hier angesiedelt, aber das ist perspektivisch, dass sie halt dann auch in Marienberg bzw. Tschopa sitzen. Also schon auch örtlich gesehen, um die Wege dann für die Netzwerkpartner dort weitgehend im Erzgebirgskreis kürzer zu machen. Herr Vogel-Landrat, Sie hatten vorhin so schön gesagt, also Sie stehen auch für Konstanz, ja, und auch Gesichter muss man sich merken, ja, und einprägen, und das hat was mit Vertrauen zu tun. Jetzt hat Projekt immer für mich sowas auch von kurzfristig, ja, also wie lange läuft denn das, wie lange ist denn das angedacht? Also Konstanz und Projekt ist für mich an manchen Stellen nicht vereinbar. Wie lange es angedacht ist, kann der Herr Sebastian Vogel sagen, weil erster Vertreter des Freistaates. Das ist aber im Übrigen, das sage ich ganz offen als Landrat, für mich immer das Problem. Es gibt bei vielen, nicht nur bei dem Thema Flüchtlingsarbeit, gibt es immer sehr lukrative Anschubfinanzierungen durch den Freistaat. Und bevor ich da losrenne, stelle ich als erstes die Frage, und wie geht es in 2 Jahren weiter? Weil ja in der Regel die Mittel, sage ich mal, für den Doppelhaushalt ausgebracht sind und danach ist es dann, immer mit einem Fragezeichen gesehen. Und gerade in solchen Arbeiten, überall dort, wo es um Arbeit mit Menschen hat, also nichts nur mit Flüchtlingen zu tun geht, braucht man eine gewisse Konstanz und da können solche Projekte hilfreich sein, aber es muss dann die dauerhafte Finanzierung auch geklärt und gesichert sein. Und das sehe ich politisch gesehen als eine Herausforderung, auch im Namen aller Landräte, als Präsident des Landkreistages, dass ich sage, wir müssen dafür Sorge tragen, dass
diese Strukturen, wenn sie denn geschaffen werden, dann auch dauerhaft so finanziert werden. Dann würde ich es nochmal weitergeben an den Herrn Vogel. Wie lange ist denn Projekt? Das ist so ein Stück weit auch unser Ärgernis, dass wir manchmal Ministerium haben. Wir wissen, dass wir hier eigentlich eine Marathon-Distanz vor uns haben. Ne? Wir haben gut angefangen, 2014, 2015. Und trotzdem ist das ja nicht in den nächsten ein, zwei Jahren geklärt, auch wenn man die einzelnen Biografien anguckt von solchen Menschen. Da geht das über Jahre hinweg, bis sie sozusagen integriert sind, bis sie auch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, einen Arbeitsplatz haben, ähnliches. Grundsätzlich sind wir allerdings an den Doppelhaushalt gebunden. Die KICs stehen jetzt mit der Finanzierung erstmal für die nächsten zwei Jahre im Haushalt drin. Unser Ansatz ist an der Stelle bei den KICs genauso, wie es der Herr Landrat gerade gesagt hat. Wir gucken uns auch teilweise einfach mal an, wie die Projekte laufen, wie der Bedarf vor Ort ist. Wenn wir aus den Landkreisen in den nächsten zwei Jahren die Rückmeldung bringen, das war gut für das Jahr 2016 und gut für das Jahr 2017, aber in 2018 braucht man die gar nicht mehr, dann brauchen wir sozusagen auch nicht weiter dafür kämpfen, dass sie dann weiterhin im Haushalt drin stehen. Bei anderen, gerade Flüchtlingssozialarbeit, sind wir uns sicher, dass wir die auch über den Doppelhaushalt 2017-2018 hinaus brauchen. Da muss man bloß ehrlich sagen, da fehlt uns die gesetzliche Grundlage, das auch darüber hinaus festzuschreiben. Deswegen, wir arbeiten gerade viel im Förderrecht, mit Projektförderung, das ist jährlich, maximal 2 bis 3 jährlich, so sieht es das sächsische Haushaltsrecht vor. Unser Ziel ist aber auch, die Erfahrung, die wir in diesem Jahr, im letzten Jahr, im vorletzten Jahr und vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren machen, irgendwann mal in eine gesetzliche Grundlage zu gießen. Das ist, das wissen wir, auch sozusagen Meinung der Landkreise und kreisfreien Städte, die natürlich auch eine Planungssicherheit haben wollen. Und deswegen muss man irgendwann auch perspektivisch mal drüber nachdenken, ob es ein sächsisches Integrationsgesetz gibt, wo genau solche Maßnahmen, die wir jetzt erkunden, auf Richtigkeit, auf Tüchtigkeit irgendwann festschreiben, weil dann sind wir genau aus der Krux, alle zwei Jahre den Landtag zu bitten, diese Projekte fortzuführen, auch ein Stück weit raus. Gut. Keine weiteren Fragen. Dann darf ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihr Kommen und wünsche Ihnen noch eine gute und angenehme Restaurant. Danke für den.